Viertes Kapitel: Die Verfolgung. Harry und Ron waren ihm dicht auf den Fersen. Malfoy bog um eine Ecke und blieb plötzlich stehen. Er spürte, wie Ron neben ihm versuchte, die Luft anzuhalten. Glücklicherweise lief am Ende des Korridors nur eine fette Ratte, nach der sich Malfoy umgedreht hatte. Nachdem Malfoy seinen Weg fortsetzte, holte Harry und Ron tief Luft und entspannten sich. Sie hasteten dem London schnell, aber leise hinterher. Sie verloren ihn aber irgendwann aus den Augen, da Ron meinte, er müsse jetzt unbedingt einer Ratte hinterherlaufen, da diese Ratte Peter Pettigrew sein könnte. Zum Glück konnte Harry ihn davon überzeugen, dass Malfoy wichtiger war. »Beruhig dich mal. Ich weiß, dass Hermine eine schwere Zeit durchgemacht hat und du deswegen ein wenig durch den Wind bist. Aber ein Slytherin-Gemeinschaftsschüler, der am Abend noch einmal rausgeht und in die Richtung des Gryffindor-Gemeinschaftsraums latscht, ist interessanter als eine Ratte«, wisperte Harry empört. »Ich bin nicht durch den Wind wegen Hermine. Ich bin überhaupt nicht durcheinander«, gab Ron etwas motziger als beabsichtigt zurück, aber er wurde rot und Harry wusste, dass dies nicht so ganz der Wahrheit entsprach. Letztendlich suchten die beiden Freunde den blonden Slytherin-Jungen und fanden ihn vor dem Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Doch was sie dort sahen, hatten sie nicht erwartet. Währenddessen saß Ginny mit den anderen Gryffindors im gemütlichen Gemeinschaftsraum auf dem begehrten Sofa vor dem Kamin. Sie unterhielten sich darüber, wie unfair Snape wieder einmal gewesen war, indem er die ach so guten Slytherins bevorzugt hatte. Ein lauter Knall ließ sie zusammenfahren. Malfoy kam, seinen Zauberstab im Anschlag, in das runde Turmzimmer gestürzt. Hinter ihm tauchten Harry und Ron unter dem Tarnumhang hervor und setzten sich schnell auf einen der roten Sessel, damit Malfoy nicht bemerkte, dass sie ihm gefolgt waren. Malfoy schien etwas zu suchen, denn seine Augen flitzten immer wieder durch den Raum. Als er sich umdrehte, um die Gryffindors, die hinter ihm saßen, zu registrieren, stand Harry auf und stellte sich genau vor ihm. Er verschränkte die Arme vor der Brust und fragte mit ernster Stimme: »Malfoy, du schon wieder? Was willst du hier?« »Potter, das hat dich nicht zu interessieren«, gab Malfoy von sich. »Ich glaube, es geht mich schon etwas an, wenn du ohne Grund meine beste Freundin Hermine bedrohst, sie verängstigst und ihr wehtust«, widersprach Harry, doch Malfoy grinste nur. »Ach, das kleine, wehrlose Schlammblut.« »Wegen dir liegt sie im Krankenflügel. Wie kann man nur so ego...« Doch weiter kam er nicht, denn Malfoy lief aus dem Turm und machte sich schnellen Schrittes geradewegs auf dem Weg zum Krankenflügel. Er hastete die Treppe hinunter, bog um mehrere Ecken, wobei er fast mit Professor Trelawney zusammenstieß, rannte den letzten Flur rasch hinunter und stieß schwer atmend die Tür zum Krankenflügel auf. Dort, im hintersten Bett, lag die braunhaarige Teilnehmerin des Goldenen Trios und schlief. Ron, der hinterhergelaufen war, während Harry bei den Gryffindors blieb und erzählte, was vorgefallen war, versteckte sich Ron hinter dem Türpfosten zum Krankenflügel, um das Geschehen zu beobachten und, wenn es nötig war, Hermine zu helfen. Er war gespannt, was Malfoy jetzt von Hermine wollte. Ob Malfoy wohl bemerkt hatte, dass er ihm gefolgt war? Nein, Malfoy drehte sich nicht um, sondern schritt schnurstracks auf Hermines Bett zu. Sie spürte, dass er den Raum betreten hatte. Draco Lucius Malfoy. Ein Blick aus Eis. Die Ahnung von Schnee.